Okay, eben geladen, den Safe-State-Punkt von der letzten Sendung, also von der letzten Folge dann. Hallo allerseits und herzlich willkommen zu Tobi zockt Super Mario World daneben, dem fast gesagt Super Mario Brothers. Ich glaube, das passiert schnell. Und ich habe mir ein bisschen was schlau gemacht im Internet. Die Bowser Castles, wollte ich gerade sagen, wegen den zwei Eingängen, die zählen da nicht mit zu. Zu den Secret Exits dann eben. Es gibt insgesamt 96, da bin ich mir nur sicher. Da gibt es dann auch ein Goodie dann eben hinten dran. Wartet sein wird, das weiß ich jetzt noch nicht. Da habe ich mir noch nicht spoilen lassen. Hätte es tun können, habe da aber nicht weiter gelesen dann. Aber ab 96 Exits sollte es hier ein Goodie geben, je nachdem, welche Version ich spiele. Und ich glaube, ich spiele hier eine europäische, also von Super Mario World daneben, die auch eine amerikanische spielen können. Und ich möchte mal gucken, wir hatten ja schon gecheckt gehabt, wenn ich jetzt Reset drücke, dass dann 87 Exits dort stehen. Ich möchte aber noch mal was versuchen. Wo machen wir das am besten? Am besten im Geisterhaus. Ich möchte noch einmal speichern lassen vom Spiel her. Und dann möchte ich das ganze Spiel mal resettet haben. Und mal gucken, ob dann nicht etwa 88 dastehen an Exits. Weil sonst müsste ich nochmal in den Forest rein. Ich glaube, da ist es auch knobelig, knifflig. Ah, ich wollte abheben noch. Ich habe auf die Arme geachtet von Mario. Aber ich glaube, das ist der Level hier nicht, ne? Das Geisterhaus-Level, da wo du hier hinten einfach hochflattern kannst? Nee, das ist es nicht. Okay, jetzt klauen die mir die zweite Feder, die Arschgeier, ey. Die gibt's doch gar nicht. Ja, und eben nach solchen Geisterhäusern dann oder auch nach einem Schloss, da wird er dann hier drin mal gespeichert. Und da möchte ich mal gucken, wenn ich dann gespeichert habe und dann nochmal Reset drücke. Im Emulator drin, sodass das Spiel komplett neu startet und dann automatisch diesen Speicherpunkt dann eben einlädt oder automatisch dessen Stats wiedergibt. Ab dem gespeicherten Punkt dann eben aus dem Spiel heraus, ob dann nicht in etwa 88 dastehen. Statt 87 dann. Oh, was ist los? Ich bin noch überhaupt nicht eingezockt, ey. So eine Schusseligkeitsfehler hier. Das ist doch nicht wahr, ey. Ich habe hier auch noch nicht alle Yoshi-Coins, alle Dragon-Coins mitgenommen, sehe ich gerade. Ich hoffe, ich habe keine vergessen. Versuche diesmal wenigstens alle mitzunehmen, wenn ich sie denn schon da sehe. Oder gesehen habe, diese eine dann. Dann möchte ich da. Oh, das geht hier, wollte doch sagen, das geht doch hier in die Hose. Da musst du doch in Bewegung sein, musst du da. Die flattern doch dann so tief, diese Bubbles. Da kannst du da nie ausweichen. Tobi, du musst sie einzocken wieder. Hast die ganze Zeit wieder mit Xbox One Controller gezockt und nun bist du wieder am alten Retro-Pad dran, ne? Das ist ja nicht wahr. Warte mal, P-Switch? Wo hätte ich denn den hierher bekommen können? Er schickt uns hier zurück. Ich soll hier irgendwo einen P-Switch rausziehen. Aber der muss doch irgendwo offensichtlich da sein, oder nicht? Dann schon. Mal gucken, ob hier alles safe ist hier drin oder ob hier nicht doch irgendwo noch was drin liegt. Hier eventuell, nee, da ist bloß ein Pilz dann. Da ist ja bloß ein Pilz dann. Ja, und du willst runter. Du willst mir hinterher, du dicker Buhu-Geist. Sehr komisch. Ich hab doch hier nichts übersehen, glaube. An dem, was ich so mitnehmen kann. Hä? Ach so. Jetzt komme ich erst in den Abschnitt, glaube. Ja, ganz genau. Das war ja das mit dem Bubbles hier. Ich wollte gerade sagen, hier hinten müsste doch dann die P-Switch-Tür schon sein, aber da war ja bloß die eine Tür dann eben im ersten Abschnitt, da wo ich ja eben durch bin. Dass ich da hätte schon suchen müssen nach einem P-Switch. Aber wir wissen ja nur auch, die kann man ja nicht durch Türen dann eben mitnehmen. Also hätte da gar nichts genützt, hätte ich da einen P-Switch gefunden. Natürlich doch nicht. Hier dann, oder? Ja, wo sonst? Wo denn sonst? Warte mal, ich guck mal hier drüber, ob da nicht auch irgendwo noch was versteckt ist. Aber ist nicht. Das scrollt noch nicht mehr der Bildschirm daneben mit. Also gibt's hier auch nichts mehr. Nichts mehr zu holen. Aber wenn jetzt hier schon Ziel ist, wo sollen dann die anderen, die Dragon Coins, wo sollen die dann noch liegen? Ich habe drei Stück gesammelt, wusste ich gar nicht. Dachte ich, wäre bei einer. Aber zwei müssten dann noch irgendwo versteckt sein. Das ist ja komisch, das ist ja mega komisch.
Würde mir mal jetzt interessieren, ich durchwandere mal das eben nochmal. Das Level. Ich mach mir mal mein Handy an, da habe ich auch völlig verdrömelt hier. Einfach mal schnell in die Aufnahme rein, weil ich mega Bock hatte auf Mario. Aber die Zeit hier wieder komplett vergessen. Ist jedes Mal so. Dann sammel ich das hier auch noch durch Mikrofon und das klaut wieder Videozeit. Dann nee. Ja, natürlich mal speichern. Und dann geht's doch weiter. Dann mal gucken. Ja, wo? Wenn, dann wo? Wo sollen die sein? Ach, hier unten ist nur einer. Okay. Die hatte ich, glaube ich, nicht mitgenommen. Da sieht mir doch liebend gern dann eben von diesem Fragezeichen-Klötzchen da oben verleiten, nehme ich mal an. Das doch dann. Ich die auch noch mal mitnehmen. Vielleicht ist ein Pilz drin. Na, ich glaube ziemlich genau, dass hier ein Pilz drin ist, ne? Glaube ich doch. Ganz genau. So, das macht einer, aber mir fehlt dann trotzdem immer noch eine weitere. Wo sollen die sein? Ich möchte doch sagen, ich habe jetzt jede, die mir jetzt auffiel hier drin, die habe ich doch schon mitgenommen. Und in solch Klötzchen hier? Ich glaube nicht, dass da irgendwie was drin versteckt ist. Das glaube ich nicht. Dicker Buhu, da muss ich mal ein bisschen was Platz machen. Dann gucke ich hier die restlichen auch nochmal durch. Mal eben. Oh, okay. Ach so, ja, ich glaube, hier waren wir auch, ne? Gibt's hier nicht? Ach nee, ich bin ja im Vanilladom drin. Ich wollte gerade sagen, ich bin noch auf der Oberwelt, da ziemlich am Anfang, im ersten Geisterhaus, das man besuchen kann. Ich glaube doch, das erste, da wo dann die Secret Map dahinter geht. Da wo ich mir einen Yoshi holen kann und Federn und so. Stimmt ja, aber dann haut das ja wieder hin mit den Dragon Coins. Dann fehlen mir jetzt bloß noch zwei und die müssten hier rumliegen dann eben. In diesem Abschnitt mit dem Bubbles. Bubbles die Biel, ganz genau. Dam, da, dam. Oh, hier kommt eine Nachricht rein. Da kommt noch eine Nachricht rein. Das sieht man jetzt im Emulator-Fensterchen dann eben nicht. Er hat schon ziemlich reingeragt, kam dann eben ins Bild hinein vom Emulator-Fensterchen. Der Thomas, der hat über Steam daneben geschrieben. Man glaube gehört oder müsste man hören, auch in der Aufnahme dann eben. Da blipst und piepst dann. Ja, ich muss nochmal zurück. Ich hab vergessen. Hier waren doch keine zwei. Der zweite, der müsste hier dann liegen, glaube. Oder die zweite, ist ja die zweite Coin dann. Die muss hier irgendwo versteckt sein. Aber wo nur? Oh, kriegst du da noch eine Feder raus. Das ist ja prima gut. Wo denn nur? Ach, da oben. Okay, ja, weil ich das vorhin und übersprungen bin. Da bei dem Riesenbuhu da natürlich mit der Rankelpflanze dann. Deswegen. Okay, dann habe ich das hier auch abgegrast. Alles klar. So. Alles schön hinter mir lassen. Die ganzen Bubbles natürlich doch. Und eine vor mir. Das auch nicht übel. Muss ich da hinterher rennen? Nee, die gehen dann gleich verschwunden, wenn sie einmal auf uns aus dem Bild draußen sind. Auch nicht übel. Komme ich hier ein bisschen was schneller voran dann eben. Obwohl da hinten, da kam gerade auch wieder eine. Ist aber dann gleich wieder verschwunden, weil sie aus dem Bild raus war. Das ist auch nicht übel. Dieses Mario-Game ist auch nicht übel. Ja, wenn das jetzt so hinhaut, wenn ich jetzt nochmal speichere und dann resette und ja, da eben mal gucke im Hauptmenü dann, im Startbildschirm von Super Mario World hier, dass da eben dann die 88 von, ja, von den regulären 96 dann eben angezeigt werden, statt die 87, wie zuvor noch war. Jetzt verschlucke ich mich ja auch noch. Sorry dafür. Dann sind wir hier schon ziemlich dicht dran. Dann fehlen nur noch die Special Stages. Ich werde mal eben kurz Reset sagen im Emulator. Ich hoffe, OBS nimmt das wieder alles wunderhübsch prima auf. Ah, ich hätte noch... Hätte ich doch. Ich hätte noch ein Safe State setzen sollen, ich Drömel. Ach du Scheiße, jetzt muss ich nochmal durch Geisterhaus durch, um da eben jede Dragon Coin mitzunehmen. Aber ich glaube, das spare ich mir für das Let's Play dann. Da müssen wir jetzt nie nochmal rein. Und es ist tatsächlich so, es sind 88, der hat bloß verkehrt gespeichert oder gar nicht gespeichert gehabt im Spiel dann. Bei den Exits. Ich glaube, da, ja, das müsste der sein, ne? Der zu den Special Stages oben führte. Auf dem Stern oben auf. Da
Das müsste der gewesen sein. Ich lade mal hier den alten, da wo ich eben eingestiegen bin noch. Einen alten Safe State. Also normalerweise, um jetzt da anzuschließen, müsste ich jetzt zurück nochmal runter ins Geisterhaus im Vanilla Dome drinne. Hinein! Und da eben diese Dragon Coins nochmal holen. Aber das sparen wir uns mal. Wir sind jetzt regulär mit diesem Spielstand bei 88 statt den 87. Ist jetzt bloß noch nicht gespeichert worden. Und ja, wenn ich die hier oben abschließe, dann kann ich mir das Bowser Castle dann eben mitnehmen. Okay, dann ist alles klar. Ich dachte, ich hätte, oder ja, ich kann ja so sagen, ich hätte da diesen einen Exit in, ja, im Forest of Illusion, ich glaube, so heißt der, den hätte ich da übersehen gehabt oder gar nicht mitgenommen gehabt. Ich wusste ja da, wie die Oberwelt dann eben auszusehen hat, wenn man denn alle Secret Exits mitnimmt. Aber dachte, da wäre der dann, der 88., der mir jetzt noch fehlen würde vor diesen Special Stages. Da gibt es zweimal einen und denselben. Einmal aus der Welt daneben an, der führt noch einmal zurück. Und einmal aus dem Geisterhaus raus, der führt dann einmal vor eben. Und ja, an dieser Stelle, da ist das dann komisch gemacht im Spiel. Das hat die Erklärung da im Internet dann eben auch ergeben, dass es da so eine komische Stelle gibt. Aber ja, mir ist das ja hier im Let's Play, möchte sagen, auch aufgefallen gewesen, dass da ja irgendwie was nicht koscher ist, dass ich da, also dass da ein Weg war, der aber noch einmal komplett entfernt wurde und dann ein neuer Weg drüber hinweg animiert wurde, als ich da aus dem Geisterhaus rauskam, über dessen Secret Exit, glaube ich. So war es da gewesen. Okay, bin gespannt, wie hart die Level hier sein werden. Hier war ich nämlich, glaube, noch nie wirklich drin oder habe sie noch nie wirklich abgeschlossen. Vielleicht erinnere ich mich gerade jetzt an das hier, das kommt mir ziemlich bekannt vor. Aber kann sein, dass ich hier noch nie in meinem Leben irgendwie was abgeschlossen hatte. Dass ich hier immer gescheitert bin an diesem Level, weil, ja, Special Stages da oben. Wie gesagt, ich kann mir daran nicht entsinnen, die jemals abgeschlossen zu haben. Sonst wüsste ich das. Amazing steht da. Few have made it this far. Beyond lies the special zone. Completed and you can explore a strange new world. Good luck. Aha, die ganze Special Zone completen und dann kann ich eine strange new world exploren? Wie, dann gibt's nochmal eine neue Karte in Super Mario World? Soll das heißen? Also da steht übersetzt, ausgezeichnet, nur einige wenige Leute haben's zuvor bis hierhin geschafft. Ja, und dann eben das, was ich schon sagte, dass wenn du die Special Zone hier oben, das ist wahrscheinlich das schwarze Fensterchen dann auf der Oberwelt, wenn du die komplett einmal abgeschlossen hast, also mit allen Special Stages da drin, ich glaube 8 müssten das dann insgesamt sein, wenn wir nach den Sternchen dort gehen, dann ja, wird die Welt noch einmal komplett umgekrempelt oder aber eine neue, verrückte Welt gibt sich dann zu erkennen. So steht's da eher. Nee, du kannst erkunden dann eine neue, verrücktere Welt. So steht's da. Da bin ich immer gespannt. Mal gucken, wie hart die hier sein werden. Na gut, ich bin Kaizo Mario Absolvent. Da kann das nur auch nicht so sehr hart sein hier. Wir werden mal, ja, ich wollte es gerade sagen, wir werden mal die Kette mitnehmen, aber dafür ist der Zug jetzt schon abgefahren. Warte mal, da ist noch ein Klötzchen, da würde ich gerne mal reingucken wollen. Ein Leben? Ein One-Up? Cool. Okay. Hab sowieso noch nicht gecheckt, jetzt check ich's erst. 24 haben wir da oben auf dem Counter drauf an One-Ups. Und hier gibt's auch diese Dragon Coins drin. Ah, vielleicht hätte ich diesen Klotz aufmachen müssen, damit die Rankelpflanzen insgesamt alle weiter hochführen. Wer weiß, bestimmt doch, ne? Ich muss doch hier bloß hoch und ich glaube, andere Seite einmal runter. Sah mir zumindest bisher danach aus. Das nebenan, da wo ich jetzt noch nicht hinkomme, na stimmt, da hinten, da sind ja Coins auch, dass ich hier dann von oben wieder runter muss. Muss mir bestimmt beeilen, die Zeit, die läuft mir weg. Muss ich mal ein bisschen Jalla machen gerade. Obwohl das schwieriger ist, als ich dachte hier. Ah ne, hier geht's schon oben rüber. Das ist schon das obere Ende erreicht. Ich will mal gucken, ja, ich wollte mal gucken, was hier hinten noch los ist. Aber wo kann ich denn hier stehen? Hier muss doch irgendwas sein, wo ich stehen kann. Nicht so weit unten hier. Ich will doch nach oben. Ich dachte, da wäre noch so ein grünes, ja, Sprungstäbchen irgendwie an der Wand kleben. Da wurde schnell mal von abspringen kannst, aber ist nicht. Du brauchst also P-Speed? Oder gibt's hier
irgendwas, irgendwie einen versteckten. Ja, einen Kaizo-Block dann eben? Einen unsichtbaren Block? Versteckt. Weil sonst kommst du da doch nicht rein zum Leben. Oder aber Röhre. Oder Tor. Türchen. Wir können ja mal diesen Block da oben aufmachen. Mal gucken, was da drin ist. Ob hier überhaupt was drin ist. Wenn ich die mal treffen würde, das gibt's doch gar nicht. Ah, nur eine Feder ist da drin. Oh Mann, ich hoffe, das Ziel, das ist hier nicht so weit weg. Jetzt die Zeit knapp wird. Einfach runter. Boah, die ganzen Dragon Coins hier, ne? Okay, okay. Da ist schon Ziel. Wegen dem Pfeil? Nee, hier ist noch nichts. Boah, da noch mehr. So, was machen wir hier? Muss mir hier beeilen. Scheinbar. Ey, wo ist denn... Ich wollte gerade sagen, wo ist meine Feder da oben hin? Ich hatte doch eine im Kästchen gehabt. Aber da hinten, da ist sie noch geschwirbelt gewesen. Da kam sie gerade runter. Okay, ja, ist schon ein bisschen was knackiger als das, was wir bisher gesehen haben. Also, was ich bisher hier drin gesehen habe, dann eben. Na, spring mal, Mario. Oh, ich hätte das da noch aufgehabt gern. Ach so, deswegen. Ich glaube, ja, so geht's, ne? Ja, ich muss mir angewöhnen, an der Rangelpflanze nur springen zu drücken, ohne dass ich dabei auch nach oben gedrückt halte. Auf dem Steuerkreuz. Weil sonst kommst du da nicht weit, sonst springt er da immer. Und kommst aber nicht schneller, nicht viel schneller hoch. Da musst du erst springen und dann immer nach oben drücken. Dann wäre ich schneller gewesen und hätte hier umklappen können, sodass die Rankepflanze nach diesem Klotz dann eben weiter hochgeht. Ich glaube, das ist der Trick dabei, dass du da oben an das One-Up noch rankommst. Ah, Tobi, ey. Da musst du dran denken. Wo soll hier noch eine Röhre dann sein? Das ist auch komisch, merkwürdig. Darüber zerbreche ich mir gerade die Birne. Wegen die drei Dragon Coins, die da noch irgendwie versteckt gewesen sind. Da, wo du nur mit einer Röhre rankamst. Irgendwie scheinbar. Das doch. So, wir probieren das mal normal da hinterher zu kommen. Oh, komm schon. Ist schwierig. Knifflig. Habe ich noch nie gemacht gehabt zuvor. Na komm schon, Mario, das gibt's doch gar nicht. Weißt du, was mir auch gerade auffällt? Ich hätte eigentlich gar keine Zeit stellen müssen, weil ich glaube mal, ich werde jetzt hier in dieser Aufnahme dann schon einmal durch sein durch Super Mario. Also, das wird dann eben hier die letzte Aufnahme für diese Tobi Zock dann eben sein. Kann gut möglich sein. Jetzt hier nicht total verkacke in den Special Stages dann. Dann kann das gut möglich sein. Und ja, da spielt ja die Zeit dann auch keine Rolle. Da spielt ja die Zeit dann eben auch keine Rolle mehr. Obwohl, ja, es kann ja möglich sein, dass ich hier immer noch, ja, so wie es aussieht, wie es gerade aussieht, ey. Was ist hier los? Überhaupt nicht eingezockt, ey. Wo ist mein Skill hin? Dass ich hier tatsächlich noch Jahre drin rumhänge. In diesem Level, in diesem Special Stage. Scheiße. Ich hätte gleich reinrennen sollen da. Ich hätte gleich gedrückt lassen sollen. Nach rechts rüber. Dann wäre ich da auch reingekommen. Eieiei, okay. Konzentration. Konzentration. Ey, vielleicht kriegt er diesmal hier gebacken. Irgendwie, wenn's mal... Mario, die Steuerung da. Die ist... Das musst du erst drauf haben. Das stimmt, das stimmt. Wenn du das noch nie gemacht hast, ist halt wie ein Shelljump oder sowas. Das musst du echt trainieren, glaube ich. An solch Rankepflanze. Ja, mit dem Pilzhorn. Schade. Wenn wir mal ein bisschen hier alle machen. Ich werde mal gleich rüber gedrückt halten, dass ich hier unten reinkomme. Und geht. Geht. Prima gut. Prima gut. Okay, dann hier. Dich nehme ich mal mit. Weiß nicht wofür. Vielleicht bist du noch nützlich. Boah, nein, nicht der auch noch, ey. Nicht der auch noch. Gar nicht gesehen, erst weil die Wolke ebenso weiß war wie die Wolke im Hintergrund oder aus dem Hintergrund da. Ah, okay, ich muss den Pilz da oben versuchen mitzunehmen, dass ich da wenigstens noch eine Chance habe dann. So, jetzt durch hier. Habe ich mit eingesackt oder hat sie... Ich hab nicht eingesackt. Die hat das einfach gefressen, die hat das geschluckt, diese Pflanze hier. Oh, so schade. Spring doch ab, Mario.
Drück doch schon die ganze Zeit. So, Shorty. Echt mal.